So, da kommt sie schon, unsere Sylt-Fähre, Gosch-Express. Und heute ist auch ein bisschen mehr los hier als gestern, wo wir mal geguckt haben. Und auch ganz viele Leute mit Fahrrädern. Und es ist heute Mittwoch, also kein Wochenendtag. So, das Haifischmaul ist schon offen. Ein paar Autos sind ja drauf. Was Geiles, ne? Wir sind jetzt auf der Fähre mit Strandkorb. Guck mal, da haben wir richtig schönen Ausblick hier vorne. Wenn das nachher stürmt und regnet, dann werden wir nicht mal nass. Jedenfalls nicht so doll. Das ist ja auch geil, Nummer, ne? Die Fähre mit dem Strandkorb hier oben drauf. Guck mal, was für tolle Aussicht man hier hat. Zickig drehen, komm mal hier vor. Ich hoffe, dass wir nun auch bald mal losfahren, ne? Geht ja alles von der Zeit ab nachher. Das wollen wir ja auch nicht. Hier liegt die Hamburg vor Anker. So, nun legen wir gleich an in List und dann gucken wir mal, ne? So, angelandet. Dann gucken wir mal. So, angelandet. So, und als erstes wollen wir uns natürlich hier mal ein Brötchen reinziehen. Hier überall Gosch, alles ist hier voll Gosch. Der neue Gosch, Matthias, ist da, steht da. So, liebe Leute, ihr kennt das ja schon, ne? Wir gehen hier überall so ein bisschen spazieren und ich halte hier überall mal rein, ohne lange zu kommentieren. Dann gucken wir mal, ne? Gosch Fischmarkt, da gucken wir mal rein. Lecker, lecker, lecker hier alles, ne? Guck mal. So, vom Fischmarkt geht's hier rein. Guck mal hier, was das hier alles gibt. Schilder. Ja, ich halte überall mal hin. Ne? Ihr kennt das ja schon. Witzig. Taschen- und Lederzeug. Ja, auch noch diese ganzen Dinger hier. Naschis. Mmh. Lecker.
geiler Kernaschis, guck mal. Naschis ohne Ende. So, Klamotten gibt es hier auch. Alles Mögliche, guck dir das an. Huch. Oh, da oben auch noch Antiquitäten und so weiter. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein hier. Ne? Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier rumlaufen und euch das alles zeigen. Irgendwann ist ja auch noch toll. Ach, liebe Leute, das war ja lecker, so ein schönes Fischbrötchen bei Gosch. Wenn man so von der Fähre kommt, dann hat man ja auch ein bisschen Hunger. Ne? Die laufen hier mal so ein bisschen rum. Krabbensalat ist ja teuer geworden, der Nordsee-Krabbensalat mit Mayo. 7,90 Euro, 100 Gramm. 7,90 Euro und in Dänemark, aber reines Krabbenfleisch, ne? 100 Gramm, 10 Euro. Liebe Leute, liebe Leute. Aber jetzt gucken wir erstmal hier so ein bisschen rum. Wie gesagt, ich halte einfach immer mal rein. Ne? So, guck mal, Surfkurs. Und kein Wind heute, das ist natürlich ärgerlich. Ne? Hier, herrlicher Sandstrand, ne? Und dort finden Wattwanderungen statt. Da liegt noch die Hamburg. Da war das Zentrum am Hafen. Herrlich, ne? Guck mal. Und da hinten ist der Leuchtturm. Der nördlichste Punkt Deutschlands, habe ich mir sagen lassen. Mal sehen, ob wir da mit dem Fahrrad hinkommen. Wir gucken mal. Guck mal, herrliche Natur hier, ne? Mama mia, was für eine Fahrradtour. Wir sind jetzt an der nördlichsten Spitze Deutschlands. Habe ich irgendwo gelesen im Internet. Da irgendwo, wo der Leuchtturm steht. Und da habe ich gedacht, da kommt man hin, aber kommt man gar nicht. Es gibt da ja zwei. An einem sind wir vorbeigefahren, weil wir dachten, der zweite ist das. Aber da kommst du gar nicht ran. Wir haben uns aber auch einen herrlichen Tag ausgesucht. Und er ist richtig schön warm. Wenigstens mal die Füße abkühlen und mein Akku ist gleich leer. Vom Fahrrad, obwohl der voll war, der taut nichts mehr. Braucht einen neuen Akku. Da auch. Liebe Leute, immer ein bisschen die Füße abkühlen. Ne? Zick, zick, zick. Kalt das Wasser. Aber herrlich, ne? Guck mal, was für ein Sandstrand hier. Und an den Dünen, denen wir vorbeigefahren sind. Herrlich. Ganz ruhig. Nur das mit dem Leuchtturm, das macht mir Sorgen natürlich. Weil ich das jetzt nicht gefunden habe, wie ich das im Internet, glaube ich, gesehen habe. Vielleicht war es schon der erste Leuchtturm. Ich weiß es nicht. Aber wirklich herrlich hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Guckt ihr das an? Aber anstrengend. Für mich jedenfalls. Mit dem Fahrrad, guck mal. Er hat seine Badehose mitgebracht. Das war natürlich gut. Schöne Erfrischung. Und jetzt der Rückweg. Liebe Leute. Aber dennoch mal zu Gosch. Und da gibt es was Leckeres zu essen. Also liebe Leute, wir haben eben noch ein Ehepaar getroffen, die haben gesagt, der nördlichste Punkt, da hätten wir noch ein paar hundert Meter weiterlaufen müssen. Dann wären wir da hingekommen und ich dachte immer, das hat hier was mit dem Leuchtturm zu tun. Hat das aber nicht. Da hinten irgendwo kommt noch ein Leuchtturm, den sieht man jetzt nicht. Nur damit ihr nicht dahin lauft, unser Ronald hat gesagt, das ist der nördlichste Punkt. War das nicht. Und der ist das auch nicht. Aber idyllisch gelegen, ne? Guck mal. Herrlich, ne? Und viele Leute kommen hierher mit dem Fahrrad, aber einige auch mit dem Auto. Und wir natürlich mit dem Fahrrad. Ist doch klar. Umweltbewusst. Logisch. So, wir haben es fast geschafft, hier erstmal wieder rauszukommen. Sag ich jetzt mal. Guck mal, da ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das nachher auf der GoPro erkennen kann, ist ein Leuchtturm. Bis dahin sind wir gewesen.
Und hier vorne ist eine Mautstation. Da vorne ist eine Mautstation, da wo die Fahne weht. Ein PKW kostet das da 7 Euro. Ich glaube 7 Euro waren das, ne? Und mit dem Wohnmobil 9 Euro. Gucken wir mal. So, liebe Leute, nach der Radtour, gewaltigen Radtour, lassen wir uns das noch mal richtig gut gehen. Wir sind hier bei Gosch, guck mal hier hinten, so richtig schön in den Dings. Guck mal, einmal lassen, ihr darfst wir auf unser Teller gucken. Und jetzt lassen wir uns das richtig gut gehen. Ne? Auf Wiedersehen. Ja, liebe Camper, wir haben wir heute nicht geschafft hier auf List. Diese blöde Leuchtturm, den wir nicht gefunden haben, das Ende der Welt, sozusagen, haben wir nicht den richtigen Punkt gefunden. Mein Hintern tut weh, vom vielen Fahrradfahren, der Akku war fast leer. Da musste ich richtig in die Pedale treten. Aber wir haben einen wunderschönen Tag gehabt hier. Die Bootsfahrt war schön, wir haben zweimal Bakosch gegessen, einmal heute Morgen und einmal jetzt. Wir haben auch fast alles aufgegessen, schöne Flasche Wein getrunken, haben jetzt diese Aussicht. Hier gucken wir, da gibt es noch einen Schluck Wein, den müssen wir noch austrinken. Und dann gucken wir hier aufs Meer und die Hamburg, die liegt da immer noch. Weiß ich auch nicht. So, und jetzt geht es gleich mit dem Schiff zurück. In einer Dreiviertelstunde fährt er, glaube ich, ab, der Dampfer. Und dann sind wir wieder auf Rommel. Und haben wirklich nochmal einen tollen Tag erwischt, denn es soll ab morgen, soll es leider nicht mehr so schön werden. Hier gibt es noch so ein Museum, hätte ich beinahe gesagt, Naturgewalten Sylt heißt das. So eine Dokumentationshalle. Die wollten wir uns eigentlich auch noch angucken, aber wir haben das einfach nicht geschafft. Machen wir denn nächstes Mal, wenn wir nochmal wiederkommen, ne? Hat geschmeckt. So. Hat ganz wunderbar geschmeckt. Guck, jetzt kommst du noch ins Kino. Danke sehr. Danke auch. So, liebe Camper, nach 35 bis 40 Minuten sind wir wieder in Havseby angelandet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, was die Fahrt kostet. Hin und zurück, zwei Personen und zwei Fahrräder, 44 Euro. Wir haben wunderschönes Wetter gehabt und haben eine ganz tolle Radtour gemacht. Haben den Endpunkt aber nicht gefunden, haben ganz lecker bei Gosch gegessen und das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, der kleine Rundgang hier auf List hat euch gefallen. Freue mich natürlich über einen Daumen hoch und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann erstmal. Tschüss. Ne?